So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Rush Origins. Und was machen wir hier? Mal ein seltsames Setup. 5 Türme insgesamt und ja, sehr ähnliche. Ich habe jetzt nachgeschaut, was das Ganze ist. Und zwar 2 Sachen, die ich nicht wusste, die ich wirklich nicht herausgefunden habe. Kontermeister. Und da muss ich wirklich sagen, das ergibt für mich keinen Sinn. Also da kannst du eigentlich gar nicht drauf kommen, weil es offensichtlich falsch übersetzt wurde. Das finde ich auch wirklich sehr blöd. Gut, aber passiert. Und zwar, ich lese es euch wirklich genauso stets da. Kontermeister, besiege 250 Feinde, während du zum Schweigen gebracht wurdest. Während du, also ich, zum Schweigen gebracht wurde. Und ich habe nicht gecheckt, wann wird man denn zum Schweigen gebracht. Ich dachte erst, die meinen das mit dem Tower blockieren. Weil die Zwielichtauspeitscher oder die Zwielichttypen, wird sie wohl so peitschen, die machen doch dieses, dass die einen Tower befallen und dann kann er nichts mehr machen. Ja, dieses Blockieren. Ich dachte, das war gemeint, und dachte mir, aber das ist ja nicht zum Schweigen bringen. Das ist Blockieren, nicht Schweigen bringen. Und dann habe ich eben nachgeschaut, also die Sylvanischen Flüche sind, by the way, das vom Druiden, wo den Schaden von anderen Feinden übertragen wird. Muss ich ehrlich gesagt zugeben, das wusste ich ja mal. Also das heißt ja sogar irgendwas mit Sylvanisch. Weil ehrlich gesagt, wir haben den Druiden jetzt so lange nicht mehr gebaut, seit wir es mit dem Runenbärennetz hatten, dass ich es ehrlich gesagt einfach vergessen habe. Gut, Fehler. Aber das andere mit dem Kontermeister finde ich jetzt viel größer, weil während du zum Schweigen gebracht wurdest und die Errungenschaft ist, du musst die, wie ich es schon gemacht habe, die Weben Magus bauen und die haben die Fähigkeit, dass sie Gegner zum Schweigen bringen. Das haben wir auch schon öfter benutzt. Oder am Anfang haben wir es, glaube ich, ein paar Mal benutzt, als wir den Weben Magus neu hatten und öfter benutzt haben. Da hatten wir das ein paar Mal benutzt. Aber das ergibt ja keinen Sinn, weil du bringst der Gegner zum Schweigen. Und die Errungenschaft sagt dir aus, du sollst, also während du zum Schweigen gebracht wurdest, sollst du das machen. Finde ich, ergibt einfach keinen Sinn. Aber im Wiki, also im Forum von denen, im Forum vom Ironhide sogar selbst, also vom Entwickler, steht es drin, dass das, also meinte der Typ, dass du das so machen musst. Und ich meine, wenn er die Errungenschaft hat, ich denke mal jetzt nicht, dass der in ein Forum geht und da Leute anlügt. Ich meine, ich glaube, da hat man auch Besseres in seinem Leben zu tun. Und dementsprechend wird es wohl so sein, aber dann, wie gesagt, finde ich, ist die Übersetzung halt scheiße, weil von der Übersetzung her ergibt es keinen Sinn, weil da steht eindeutig, ich muss zum Schweigen gebracht werden. Ich hoffe jetzt, dass das reicht, wenn man sieht schon, hier sind eigentlich alle zum Schweigen gebracht, das muss man einfach einmal richtig reinpfeffern, genau. Und man muss nur 250 Feinde erledigen, die zum Schweigen gebracht werden, und das hält 10 Sekunden, also eigentlich müsste das gehen. Maximal 2-mal dieses Level hier. Das ist das erste Level, in dem man den wilden Magus benutzen kann. Müsste eigentlich passen, ja. Meine, man sieht schon, jetzt sind das zwar schon in Welle 13, jetzt habe ich schon 5 Stück und baue schon den 6. Und gut, dann mache ich zeitgleich noch das mit der Arkanexplosion und den Flugviechern, weil hier so viele Peritonne kommen. Genau, dachte ich mir, das ist eigentlich eine ganz gute Kombination. 2 Errungenschaften, an der einen sitzen wir jetzt echt schon ziemlich lange. Dass man die beide mal gleichzeitig erledigt. Genau. So, noch mehr zum Schweigen bringen. Jetzt wird ja eigentlich alles nur noch zum Schweigen gebracht, aber irgendwie die Errungenschaft, die lässt ganz schön auf sich warten. Aber sehr viel haben wir da wahrscheinlich noch nicht gemacht, weil wir hatten das, glaube ich, so die ersten paar Level und dann habe ich irgendwann den Weg Magus ja kaum noch benutzt, vor allem im Endgame habe ich den ja kaum noch benutzt. Das ist jetzt natürlich, das kommt jetzt mir jetzt natürlich sozusagen teuer zu stehen, ja. Weil in der letzten Vorarbeit haben wir jetzt wahrscheinlich gerade mal zwar 25%, 30%. Also das meiste muss noch gemacht werden. Aber die Arkanexplosionserrungenschaft wird sie immer noch nicht. Und jetzt ist sie eigentlich schon fast wieder vorbei. Das ärgert mich jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen, muss ich sagen. Weil, ja. Da sitzen wir jetzt echt schon ewig dran. Also ich glaube irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ich da auch schon wieder was falsch mache, was in meinen Augen eigentlich nicht sein kann. Aber keine Ahnung. Irgendwie ist es halt schon wieder so. Naja, mein Gott. Muss man es halt so lange machen, bis man es gerafft hat. Aber wie gesagt, ich habe wieder ein bisschen vorgearbeitet, dass die Folge, dass in die Folge auf jeden Fall mehr reingeht und genau. Auf jeden Fall eine Errungenschaft will ich die Folge haben, weil sonst wäre es schon ziemlich wack. Aber jetzt merkt man langsam, das Setup ist nicht besonders gut, weil wir haben halt nichts, was irgendwie auffällt. Oder nur sehr, sehr wenig. Ich glaube, jetzt verlieren wir sogar. Nee, nicht ganz. Aber es ist knapp. Ja, diese dämlichen Magier, die kommen da jetzt alle durch. Genau. Ja, jetzt geht's wieder ein bisschen. Jetzt können wir fast noch einen kompletten neuen Magier abstanzen. Genau. Nochmal einen kompletten wilden Magus.
Na, jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Ja, unser Held ist natürlich komplett useless. Die hat nicht mal ein halbes Level bekommen. Die ist eigentlich die ganze Zeit nur tot. Also, die hat gar nichts gemacht in dem Level jetzt leider. Genau, aber man sieht, das haben wir nicht geschafft. Keine von den beiden Errungenschaften leider. Das finde ich sehr schade. Wir können natürlich noch ein anderes Level ausprobieren, dass wir das wieder weglassen mit den Arkanexplosionen, dass wir jetzt nur uns auf das andere konzentrieren. Ach stimmt, da kommt dann noch der Endboss. Ich vergesse das jedes Mal. Jetzt haben wir das Level schon fünfmal für Errungenschaften benutzt, ne? Stimmt, da können wir das eigentlich noch laufen lassen, weil sonst ist sehr schade, jetzt haben wir die ganzen Dinger gebaut. Das sieht echt crazy aus, wenn man noch zwei Dinger frei fällt, mir auch gerade auf. Holy moly, das ist eigentlich echt so crazy. Ja. Aber natürlich nur Magier ist natürlich nicht besonders effektiv. Wobei es geht eigentlich sogar. Ne? Also der Typ hat schon ganz schön viel Schaden bekommen. Ah, Fluggegner kommen auch nochmal. Nice, nice, nice. Bringen wir den mal zum Sleepen, oder geht das? Ja, das geht sogar, nice. Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Vielleicht wird es ja sogar noch was. Oh, jetzt kommt gleich unser Held, der geht jetzt richtig ab. Kerper. Ist die mit einem Schlag down, oder? Na, ne, die hält sogar, oder? Die hält sogar sau viel aus, eigentlich. Okay, nevermind. Da kam der vernichtende Schlag. Ah, vorbei. Ja, aber wie gesagt, keine von den beiden Errungenschaften. Das ist echt schade. Muss man nochmal das Level hier machen? Das ist echt, ey. Dann machen wir es jetzt mal so, wie ich es vorher gesagt habe, dass wir jetzt wirklich nur hier einmachen, dass die sich ein bisschen aufbauen. Also wenn wir es jetzt nicht kriegen mit den Arkanexplosionen, dann stimmt da irgendwas nicht. Also sorry, aber dann stimmt da irgendwas nicht. Dann ist es wieder entweder falsch übersetzt, ich bin einfach zu blöd dafür. Müssen wir den genauen Wortlaut jetzt vorlesen. Ich erfinde da wirklich nichts dazu, es steht wirklich so drin. Besiege 50 flugfähige Feinde mit arkane Explosionenpfeilen. Die einzigen Pfeile sind goldene Langbogenschützen, die fallen schon mal komplett raus und die einzigen Explosionspfeile sind die hier. Es kann gar keine andere Option geben. Diese Daten habe ich jetzt nur hingebaut, dass die Helden jetzt nicht immer die ganze Zeit drauf geht, by the way. Und dann werden jetzt wieder nur noch wilde Magus hingestanzt. Also bei die Level 10 ist, muss ich sie nicht mehr benutzen, muss ich sie nicht mehr tragen. Das heißt, es hilft uns allen dann. Ich meine, gut, mittlerweile mit den Aufhalten ist schon nicht schlecht, aber jetzt gerade im Level hat man einfach gemerkt, dass es trotzdem nur dann wirklich gut ist, wenn auch noch Soldaten sind. Weil wenn sie wirklich komplett alleine mit den Pixie-Kriegern aufhalten soll, es hat nicht viel gebracht. Also sie war immer sofort down, die Pixie-Krieger, okay, die sind nicht schlecht, aber wirklich stark sind die jetzt nicht. Also auf die würde ich mich nicht verlassen, ja. Es ist wirklich ein Support-Held. Aber ich frage mich halt in dem Spiel, wo soll man, also es ist ja tatsächlich auch der einzige Support-Held, aber ich weiß ja nicht, wo man die wirklich effektiv einsetzen soll. Also, weil es gibt ja eigentlich nicht wirklich was zu supporten. Außer du hast jetzt sehr soldatenlastige Setups, weil sie halt natürlich auch Freunde, Verbündete. Da okay, aber sonst, ich weiß ja nicht, wo braucht man einen Support in Kingdom Rush? Eigentlich nicht. Du brauchst Power, viel Schaden, viel Magie, gute Fähigkeiten oder viel, was auffällt. In dem Fall gut aufhalten hat sie, aber jetzt sehr ineffektiv, weil sie hat, gegen starke Gegner ist sie halt sofort down. Und zum Beispiel unser Rankentypi, der hält ja schon ein bisschen mehr aus, also der Baum mit seinen zwei Baumstümpfen, die er noch beschwört, also der hält ja schon ein bisschen was aus. Und da merkst du halt, sie ist halt echt sehr schnell down. Obwohl sie sogar relativ viel Leben hat, aber sie macht halt selbst dann auch gar keinen Schaden, also selbst wenn der Gegner gar nicht mal so stark ist, sie schafft ihn halt alleine gar nicht. Come on, schießt deine Explosion, Freund. Jetzt, nice. Come on, da mitten rein. Mitten rein, come on, Explosionspfeil. Los. Hallo? Jetzt. Nice. Aber mittlerweile müssen wir die Errungenschaft haben. Das kann ja gar nicht wahr sein. Also das ist eigentlich vollkommen unmöglich.
Da ist schon wieder was fishy, da muss ich auch nochmal nachlesen. Das ist safe wieder. Oder flugunfähige Feinde? Aber das müssten wir auch schon lange haben. Also ich weiß nicht, was da falsch übersetzt werden könnte. Beim besten Willen nicht. Na, keine Ahnung, ich weiß echt nicht. Was man da noch machen soll, keine Ahnung. Mit den Arkanexplosionsfeinden, so regt es mich echt auf. Ich komme nicht drauf klar. Das sind so Sachen, die verstehe ich einfach nicht, wie das überhaupt möglich ist. Aber gut. Nur weil man es nicht versteht, heißt ja nicht, dass es so ist. Ansichtssache, aber nein, eigentlich nicht. So. Die schon mal maximal geupgradet. Dann mache ich jetzt erst die, weil nachher kommen wir wieder alle an den Seiten raus. Das vergesse ich ja immer in dem Level. Dann brauchen wir natürlich nochmal drei Barackentypen, sonst laufen die einfach durch. Genau. Eigentlich mit dem zum Schweigen bringen ein nicer Effekt. Ja, den könnte man zum Beispiel bei den Zwielichterweckern oder so anwenden. Das ist eigentlich gar nicht mehr so ein schlechter Effekt. Aber, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wo der so ultra krass sein sollte. Gut, okay, bei den... Ja doch, okay, im Endlevel wäre der eigentlich gar nicht mehr so schlecht gewesen, wenn man ihn weiter vorne gebaut hätte. Weil auf der rechten Seite kam doch immer der sehr fiese Typ, wo immer Soldaten hingerichtet hat dann. Oder exekutiert hat. Und die Seelen von dem gestohlen hat oder so. Der mit den roten Augen. Der Magier, der Zwielichtmagier. Bei dem wäre es tatsächlich nice. Und bei dem Spinnenbeschwörer vielleicht noch. Ja, tatsächlich hätte man eigentlich schon öfter einbauen können. Ich habe irgendwann einfach nicht mehr an das gedacht. Aber man muss auch sagen, es ist wirklich sehr umfangreich trotzdem, das Spiel. Also, dass man permanent alles im Hinterkopf hat, ist auch relativ unwahrscheinlich. Außerdem hat es ja auch so funktioniert. Ich meine, die meisten Level haben wir ja trotzdem geschafft. Auf Anhieb. Und gut, die, wo man nicht geschafft hat, muss man halt nochmal ran. Dann. Oh nice, die wurden dann alle zum Schweigen gebracht, jetzt habe ich sie direkt danach erledigt, das ist natürlich perfekt. So muss es natürlich sein. So, jetzt da oben hier, schon wieder 4 erledigt. Also ich glaube mit 10 ist sinnlos, weil das waren 1000%ig schon mehr als 50, die wir erledigt haben. Allein auf der Map hier haben wahrscheinlich schon mehr als 50 erledigt, mit einer Kahn-Explosion zu fallen. Ohne Spaß. Jetzt habe ich gar nicht hingeschaut, aber jetzt glaube ich, hat es gar nicht auf die Gloomies erwischt, oder? Mit den Arkanexplosionspfeilen. Ah! Okay, es waren nochmal mindestens 3. Also sind wir jetzt mindestens bei 6. Und jetzt schießt noch ein, jetzt schießt noch ein, come on. Wie viel waren das bitte? Mindestens 5. Jetzt sind wir bei 11. Wir müssen nur 50 erledigen, ey. Muss man dann nur erledigen. Das ist halt wirklich gar nichts eigentlich. Aber vielleicht ist es auch dieses, dass es sich so wenig anhört. Aber ich meine, allein jetzt, wie gesagt, wenn ich jetzt 11 schon gezählt habe, in der Hälfte von der Stage, die wir schon dreimal gemacht haben, wo ich es immer eingebaut habe, ist unmöglich. Aber offensichtlich schon. Weil theoretisch hätte ich jetzt auch den Druiden bauen können, oder? Ne, wobei ich glaube, den hatten wir jetzt. Hatten wir den hier schon? Boah, ich habe keine Ahnung. Aber ich hätte gesagt, dass wir jetzt nochmal das Endgame dann machen, das Endlevel. Also jetzt nicht unbedingt jetzt noch, vielleicht in der nächsten Folge noch. Ja, jetzt langsam denke ich mir auch so, wie viele Folgen sollen da eigentlich noch kommen? Und wir haben es bald wirklich. Eigentlich wollte ich es diese Woche fertig kriegen. Aber ich fürchte, dieses Video, was ihr jetzt seht, ist schon Ende der Woche und ich glaube, dann kommen dann mindestens nochmal 2 oder 3 Folgen. Aber ich glaube, ich zocke dann einfach das Endlevel von dem Zwielichtelfenwald nochmal komplett alleine. Nochmal komplett solo. Und hoffe, dass ich dann da eben keine Errungenschaft kriege, sondern erst dann, wenn ich es mit euch dann nochmal zocke. Ja. Dass ich dann quasi alle Errungenschaften nochmal vorbereite und dass wir uns dann alle, also 3 oder 4 auf einmal abholen. Das wäre natürlich der Dream, aber das, ich schätze mal, das wird nicht genauso funktionieren. Probably not. Ach Mist, was mache ich denn? Ach,
11, wie gesagt. Es waren nochmal mindestens 3, 14. Mindestens. Das waren jetzt mindestens 5, also erst, es waren wahrscheinlich 8 oder so, also 22, sagen wir jetzt einfach mal. Gehen wir wirklich von dem Worst Case aus, dass es wirklich nur extrem wenige immer erwischt. Nochmal 3, 25. Gut, das waren jetzt, glaube ich, echt nur 3. Aber ja, 28. Genau. Jetzt kommen keine mehr. Aber ja, allein schon über die Hälfte. Ah, sowas ist natürlich ärgerlich. Wenn ich dann so eine schlechte oder mangelhafte Übersetzung dann fertig mache, das ist natürlich... Das ist dann natürlich difficult, also da kann man dann halt wirklich auch nicht mehr viel dafür dann. Ich meine, wenn ich jetzt 28 in dem Level allein gezählt habe, das ist ja in dem Versuch, besser gesagt, von dem Level, also quasi impossible. Und mir fällt gerade auf, wir sind jetzt in Stage 10. Irgendwie brauchen wir für den Versuch gerade sau lange. Wahrscheinlich, weil ich so wenig Fähigkeiten benutze. Wobei, wir hatten ja noch das andere Level davor, okay, gut, never mind. Aber trotzdem dauert es relativ lange, finde ich. Genau. Oh, der Banner Snatch, der wird natürlich wenig aufgehalten hier. Okay, jetzt kriegt er aber schon auf die Schnauze. Ist der eigentlich gesilenced? Das sieht man gar nicht, aber der müsste eigentlich safe gesilenced worden sein. Die sind jetzt alle gesilenced, dann machen wir aber fertig. Haben wir schon wieder. Oder ich glaube, ich baue jetzt sogar echt mal einen Druiden, weil 100.000 Schaden mit sylvanischen Flüchen ist schon sehr viel. Jetzt mal 4 wilde Magusse, das reicht, glaube ich, einfach. Ja, können wir bauen. Nice. Ist ja im Moment, wenn du an 3 Errungenschaften arbeitest, 3 Errungenschaften in einem Level arbeitest und keine einzige davon bekommst. Genau, das ist sylvanischer Fluch, das heißt sogar legit so. Also da hätte man jetzt wirklich keinen Google für gebraucht, ich hab's einfach vergessen. Genau. Ja, da muss man wirklich mal ein Level machen, wo man nur sowas macht. Wie ich es jetzt gerade mit den wilden Magussen mache, aber das bringt irgendwie auch nichts. So richtig schön reinballern. 4-5 Gegner auf einen Streich. Sind die alle Max? Passt. Sehr geil. Ja, gut. Für sehr viel mehr haben wir jetzt eh kein Gold mehr. Bis dahin ist die Runde vorbei, schätze ich mal. Für sehr viel mehr ist die Runde vorbei. Für sehr. Also, bevor wir sehr viel mehr schaffen, wird die Runde vorbei sein. Das wollte ich sagen. Sorry. Ist auch schon so viel gesilenced. Wow. Nice, dass der Bandersnatch zurückgesetzt wurde, aber der war jetzt gefährlich nah schon am Ende, sag ich mal. Oh, die Druiden sind aber so teuer, Alter. Das merkt man erst wieder. Jetzt habe ich sie schon so lange nicht mehr wirklich gebaut. Die sind so abnormal teuer. Das ist echt crazy. Come on, 50, 61 Gold. Come on! Nice. Ach, 100.000 Schaden, das kommt mir irgendwie so extrem viel vor, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber so viel Schaden macht so ein Dreh ja gar nicht. Was hat der jetzt? Max-Schaden 56? Gut, okay, sie ignorieren der Rüstung, das heißt, es ist immer True Damage, aber trotzdem. Wobei die sylvanischen Flüche jetzt eigentlich was anderes ist. Na, ist ja egal. Ich glaube, das ist bei Bossen und so, wird es vor allem viel machen. Oder würde es viel machen.
Aber Soldaten, also Baracken müssen wir gar nicht mehr bauen, eigentlich. Bis auf das mit den Zauberexplosionen entgehen. Dafür brauche ich sie dann nochmal. Theoretisch. Achso, Moment, das ist ja immer noch Welle 14 von 15, doch ich dachte gerade irgendwie, dass wir schon fertig sind. Ich dachte gerade irgendwie, dass wir schon Welle 15 sind. Okay, dann hat es sich ja doch gelohnt, die noch zu bauen. Jetzt ist ja fast rentieren, noch einen Turm zu bauen, dann schon wieder 500 Gold. Ah gut, das heißt rentieren, ich meine, das ist jetzt auch eine Ansichtssache. Aber ich glaube, dann verkaufe ich... Ah! Na, egal. Ist billiger, ist vielleicht auch besser so. Nochmal ein Druide wäre vielleicht auch zu teuer, genau. Damit auch wirklich jeder Gegner, der hier vorbeikommt, gesilenced wird. Aber allein auch das schon wieder. Ich meine, das waren doch jetzt safe in dem Level bestimmt schon über 100 Gegner, die wir gesilenced und gekillt haben. Bei den Banner Snatch, den kann man irgendwie nicht silenzen. Oder er ist so fett, dass man es nicht sieht. Aber der kriegt der Dauerbeschuss von mehreren gleichzeitig. Und ist gefühlt nie gesilenced. Keine Ahnung, was das soll. Bei den Gloomies ist so heftig, ey. Das war schon wieder 700 Gold. Ja, aber ich glaube, da fangen wir gar keine neue Runde mehr an heute, aber... Es kann ja nicht sein, Mann. Ohne Spaß. Das ist einfach keine Errungenschaft. Ich bin so schlecht irgendwie. Ich krieg einfach keine Errungenschaft. Das ist unglaublich. Das ist wirklich ridiculous. Das ist echt ridiculous. Müssen wir da auf 1 Milliarde, nee, Moment, 100.000, dann nicht 1 Million, 100.000. Schaden macht, da vergeht auch einiges in Zeit, glaube ich. Aber ich fürchte, jetzt müssen wir sogar, ja, jetzt müssen wir damit finishen. Aber ist eigentlich egal. Ja, spielt eigentlich keine Rolle. Jetzt macht ihn noch fertig, schnell kommt, Jungs und, oder Mädels, her. Und jetzt mit 2500 Gold gefinisht. RIP. Keine Errungenschaft. Keine Errungenschaft in der Folge, das ist echt crazy. Wir haben immer noch... Na, hier sieht man es immer so schlecht. Über Steam sieht man es immer am besten. Immer noch 16, es fehlen immer noch 11, 60 von 71. Ey, crazy, crazy, crazy. Na gut, dann würde ich aber sagen, beenden wir es hier an dieser Stelle. Und wie gesagt, ich bereite es jetzt einfach vor und hoffe, dass ich nicht zu viele Errungenschaften bekomme. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, noch zwei, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten, wollte ich sagen. Ciao, ciao.